Hi Leute und willkommen zurück zu Genshin Impact. Wir gucken uns jetzt ein bisschen die Map an. Ich habe jetzt einmal die zweite Hälfte der Map freigeschaltet. Einfach, wir gehen ein Stück zurück. Man kann vom ersten, von der ersten Statue. Ah, Moment, nein. Ich möchte nicht runter, sonst muss ich wieder ein Stück laufen. Man kann einfach von der ersten Statue aus ein bisschen tricky hochklettern. So, nie jetzt nie abrutschen. Von der ersten Statue aus praktisch versucht man hier drauf zu kommen. Das heißt, Wand hoch. Entweder hier diese Seite, hier so hoch, zu dem Brett hier ran, hier rüber, dann da drauf und dann hier rüber. Hier muss man sogar so hin wegen der Kiste. Hier geht halt nicht hoch wegen diesem Überhang. Es sei denn, ne, Venti oder irgendwie sowas zum drüber. Und ihr seht, es ist halt leider überall so. Aber aus irgendeinem Grund haben sie sich gedacht, ey, wir machen hier was hin, wo die Leute noch draufklettern können. Ja, und so kommt man halt schnell auf die andere Seite, um da noch Stuff zu unlocken. Hier glaube ich, ging's nicht, da war die Schräge schon zu doll, oder? Ja, guck, würdest hier so hängen bleiben, musst halt hinten auf der anderen Seite versuchen, erstmal dich da an dem anderen Ding festzuhalten und dann einfach rüberfliegen und dann über die kleine Kante halt mit Venti hoch, mit Zhongli hoch, mit der Windflasche hoch oder irgendwie sowas. Dann geht's eigentlich. Ja, so. Solidify. Jetzt wollte er mich pranken. Ich wollte da hoch, Zhongli. Naja, egal. Ja, das wäre es da zu der Map. Es sieht wirklich cool aus. Ansonsten, Originalweg ist einfach hier lang hoch. Hier rum. So. So. So ein Bogen. Und dann kommst du halt hier so durch. Gehst hier so rum. Bis dann da. Oder wenn du es anstrengender machen willst, von der Domäne aus durch einfach Wüste, Berg, Wüste, Berg und dann bis hier runter. Also das hier hochklettern ist auf jeden Fall das Schnellste. Ich wollte nach oben. So ungefähr. Okay. Ansonsten, ja. Man hat schöne Aussicht auf die Pyramiden von hier aus, auf jeden Fall. Ja. Ihr merkt ein bisschen, das Licht flackert. Ich weiß nicht, ob das noch gefixt wird, wenn man von der einen Map-Hälfte zur anderen Map-Hälfte geht. Keine Ahnung. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus. Da werden wir wahrscheinlich zum Story-Ende noch hinkommen. Ja, ansonsten halt große, bergige Wüste, wo man ein bisschen viel klettern muss. Joa. Ne, guck, jetzt... Hä? Das ist die Beleuchtung von dem Gebiet. Und das ist die Beleuchtung von dem Gebiet. Also das Ding leuchtet anscheinend das ganze Gebiet aus, wenn man da in die Richtung geht. Es ist sehr komisch. Ja, das ganze Bildschirm wird einfach heller. Wenn ich Gamma eingestellt hätte. Okay, Story. Ja, ich nehme an, dass wir die jetzt ein bisschen anfangen wollen. Beziehungsweise Weltauftrag.
Um die am Himmel aufgetretene Anomalie zu beseitigen, musst du zuerst in die Wüste gehen. Okay, ich bin in der Wüste. Welche? Wir haben ein paar davon. Aha. So. Genau. Truppe. Wir haben zwar schon ein paar Teleporter, aber das wird uns nicht sehr doll weiterhelfen. Wenn wir in irgendeinen Ort müssen, wo wir noch keinen haben. Uff. Heißt. Trat. You caught me. Zwei Animal Character für Boost zum Laufen. Stamina-Verbrauch. Ein Charakter, der in der Wüste schnell laufen kann. Und vielleicht so Buff-Food, sowas zum Rennen und so. Ja, gut. Guten Tag. Ich bin hier. Ah, hier soll ich hin, ja. Ui. Bei diesem Auftrag handelt es sich also darum, mit den örtlichen Orten Kontakt aufzunehmen, Informationen und Zeichen. Gott begraben. Okay. Entgegen der erhaltenen Informationen scheinen die sogenannten Naga-Uniten Außenstehende gegenüber nicht sehr freundlich zu sein. Das werden wir sehen. Ich bin auch nicht sehr freundlich. Okay. Ja. Und jetzt stellt euch vor, ihr habt das noch nicht freigeschaltet. Lauft ihr erst von hier nach hier. Und müsst dann nochmal wieder zurück. Sehr nett. Also die Trommel werden wir brauchen. Wahrscheinlich wird das neue Quest-Objekt sein für das Gebiet. Aber ich hatte gedacht, wir bekommen noch mal Main Story irgendwie ein bisschen vielleicht, aber... Möchten sie uns nicht geben. Ja, nur den Weltauftrag für das Gebiet. Schade. Das ist natürlich... Wir haben jetzt hier keinen Voice-Over... Aufzeichnung zufolge trat ein solches Himmelsphänomen einst nach der Katastrophe auf, die vor 500 Jahren ganz Tevet heimsuchte. Okay, das ist interessant. Wie dieses Phänomen am Ende verschwand, ist nicht eindeutig belegt. Sicher ist jedoch, dass es in der Nähe des Temir-Gebirges im nördlichsten Teil der Wüste auftrat. Und nach der Katastrophe vor 500 Jahren wurde dieses Gebiet am stärksten von der Erosion des Abgrunds betroffen, da es mit einem alten unterirdischen Reich verbunden war.
Infolgedessen wurde es von der Akademie zum Sperrgebiet erklärt. Die einzigen, die derzeit dort stationiert sind, sind Mitglieder einer geheimnisvollen Schule namens Nagayuniten. Okay. Naga-Blagruppe, okay. Paimon wieder. Okay. Tja, jetzt sind wir wieder zurück. Geil. Deshalb haben wir diese Gruppe zusammengestellt, damit ich ja jetzt einfach hochrennen kann. Ohne fünfmal zwischendurch Pause machen zu müssen. Es leuchtet schön. Ein paar Meter sparen. Stay close. No going off on your own. The desert doesn't take prisoners. Hello. So, jetzt müssen wir gucken. Hast du eine schöne Musik hier oder nicht? Wer seid ihr denn? Wüstenangehörig. Wir wurden beauftragt, hierher zu kommen. Beauftragt? Von wem denn? Das ist Sperrgebiet. Also komplett wieder sinnloses Gequatsche hier. So, jetzt kommen wir zu den wichtigen Sachen. Okay, da haben wir so einen neuen Begleiter. Der wurde da schon vorgestellt. Verehrte Sorush, warum bist du? Du musst dich nicht selbst mit solch trivialen Angelegenheiten befassen. Geschweige denn vor diesen Fremden. Wenn ich erscheine...
Wem ich erscheine und wie ich erscheine, liegt an mir. Das ist nichts, was ein Normalsterblicher in Frage stellen sollte. Wie kannst du es wagen, deine Grenzen zu überschreiten? Dieses kleine Ding ist ungefähr so groß wie Paimon und die Art, wie sie spricht, ist irgendwie komisch, aber Pyho hat sie verehrte Sorosch genannt. Deine Sünden werden gerichtet, aber die Zeit dafür ist noch nicht gekommen. Ihr zwei da drüben, als Gesandte der Akademie, gilt es als höflich, eure Namen zuerst zu nennen, oder? Nein. Wir hätten uns erstmal vorstellen sollen, aber deine arrogante Haltung, meine Worte und Taten widersprechen nicht den Traditionen und Grundsätzen von Pari. Und ihr Namenlosen benehmt euch hingegen. Du, also gut. Wir sind keine Namenlosen, wir sind Paimon und Kovalis. Wir sind Abenteurer, die im Auftrag hergekommen sind. Ich bin. Okay. Na schön, ich bringe euch zu dem Anführer, von dem ihr sprecht. Er wird... Okay. Törichtes Wesen, habt ihr nicht einmal von dem göttlichen Vogel Simurgh gehört? Das ist der Herr der Kavrina, der einst das Land vor der Zerstörung bewahrte. Genau, das habe ich gedacht, wäre Main Story oder so. Aber das ist einfach nur von dem Gebiet. Die Legende besagt, dass sie diejenige war, die sich nach ihrem Opfer in Unzile Kavrina verwandelte und das Unheil unterdrückte. Okay, das ist dann die Main Story. Wollen wir nicht zu sehr spoilern, denn da wurde im Livestream schon gespoilert, wer das ist, was das ist. Jetzt habe ich auch gespoilert, dass es ein Was ist. Oh nee. So. Das Viech kommt einem vielleicht bekannt vor. Ja, jetzt haben wir eine Wüstenversion davon. Kann ich einfach schneller rennen und du kommst hinterher oder brichst du dann ab? Hey. Pock. Hui. Er macht uns einfach Plattform. Das ist nice. Das als normale Fähigkeit haben, das wäre cool. Sind also Abgrundmagier und Hellischwert gemeint. Die Tobenden Dev
Wurden so leicht besiegt. Ja. Der Schildkröte. Da weiß ich nicht, ob das neues Level-Aufstiegsmaterial ist oder ob das einfach nur so ist. Du! Komm da sofort raus. Aui. Also, auch du bist wie diese ollen Mini-Geo-Echsen. Das ist ja nervig. Komm da raus, habe ich gesagt. Los. Dann nicht. Genau, das habe ich auch schon ein paar Mal gesehen. Ich habe ein paar Wege gehabt, wo ich nicht durchkam. Weil diese Graukristalle da im Weg waren. Ich jetzt gar nicht zeigen. Genau. Ich bin hier einfach hier irgendwo hochgeklettert, damit ich hier weiterkam. Hallo. Weg. Da. Katsching. Die sind auch überall. Noch mehr Gegnerz. Noch mehr Gegnerz. Tschak, hallo. A new job. Let's change tactics. Grow, grow, grow. Wir sind auch ein bisschen dumm, ne? Der mitten in der großen Feuer-AOE gestanden, damit ich euch anzünden kann. Brav. Mal gucken. Können wir den nicht mitnehmen? Damit ich den Seli später machen kann. Ja. Dendrokulos wollen wir auch nicht. Okay, es war die richtige Entscheidung, dass ich auf dem Weg zum Boss nicht hier lang gegangen bin, sondern einfach außenrum geklettert bin. Was ja.
Du solltest wissen, dass die Akademie nicht wünscht, dass dieses Ritual reibungslos durchgeführt wird. Mit? Kein weiteres Wort. Ich habe meine Gründe dafür. Jetzt könnt ihr die Trommel herausnehmen. Okay, jetzt erklären Sie uns, was es mit der Trommel auf sich hat. Das ist ein Korybantes. Ja, eine Trommel. Dies ist ein wichtiger Katalysator, der benötigt wird, um ein Laupaar zwischen den Pari und uns zu etablieren. Ein Band? Jahrelang habe ich danach gesucht. Ich habe nicht erwartet, dass es selbst zu mir kommen würde. Und das muss ein gutes Omen für meine nächsten Pläne sein. Wenn nur das Schicksal mit mir sein würde, würde ich den Skeptikerorden anführen, die Akademie niederzureißen und das Dana-Haus oder wie es auch immer heißt, niederzubrennen. Okay, ich glaube, dem helfen wir nicht. Okay, ich muss immer noch auf seinen Namen klarkommen. Obwohl die Spiegelung im Wasser nur eine Illusion ist, verbirgt sich die Wahrheit in ihr. Dasselbe gilt für den Himmel, wie eine Fata Morgana, die ihr mal gesehen haben solltet. Aber dieses riesige Loch da drüber ist vielleicht gespenstischer als eine Fata Morgana. Selbstverständlich, denn dieses Himmelszeichen spiegelt einen völlig anderen höllischen Anblick wieder. Okay, das, was man oben sieht, ist nur so eine Spiegelung und eigentlich ist was da drunter. Ist geklärt. Was das Zeichen wie er spiegelt, war gerade der Anblick jenseits des dunklen Risses. Obwohl die Monster nicht durch dieses Druckbild in Tevet eindringen, konnten, strahlte es dennoch Energie der Unreinheit aus. Okay. Thank you.
Okay. Dann. Die Pari sind äußerst magische Wesen. Als die tapfere unter ihnen kann Sora deine Figur ersetzen, umherfliegen und sich bewegen. Wenn sie sich in die Lüfte erhebt, wartet deine Figur an Ort und Stelle, bis Sora zurückkehrt. Also man kann sich damit nicht von A nach B bringen, sondern man wird wieder nach A zurückgebracht. Scheiße. Was ist denn das für ein Quatsch? Ich hatte gehofft, man kann damit wirklich fliegen. Okay, also man interagiert halt damit, dann mit den ganzen Sachen, die ich schon gesehen habe. Okay. If you're not sure what to do next, how about I take you on a walk? Federreinigenden Lichts, okay. Sind in Kavrina zurückgelassene Bruchstücke, die all ihre Kraft erschöpft haben. Einzig den Pari Wieso eine ist es möglich, sie wieder zu erlangen. Einige federreinigendes Licht neigen dazu, sich aus dem Staub zu machen, okay. Why? Okay, also so ein... Oh Gott. Du bleibst da. What they say is true. You have to see the world for yourself to appreciate how beautiful it is. Yay. Ja, komplett abgehoben.
Nur wenn sie die Zwillingshornblütenkrone erhält, kann die verehrte Sorosch die Tapfere werden, die in der Lage ist, die Kräfte der Kavrena zu sammeln. Aber davor muss sie zuerst von der verehrten Zorwan der ersten Pari anerkannt werden. Okay, also ist das unsere Mission wahrscheinlich. Also wir brauchen die Erlaubnis, das machen zu dürfen, diese Hymne, unsere Trommel und diese Krone. Okay. Gehe zur Oase. Moment, kann man jetzt doch damit... Beschreibung nochmal. Moment. Also, bla bla bla. Hä? Wartet deine Figur an Ort und Stelle bis Sorosch's Rückkehr? Warum sind es unsere Figur denn aber jetzt hier? If you're not sure what to do next, how about I take you on a walk? Ah, dürfen wir mit ihr so weit hoch? Ja. Also wir könnten mit ihr, hätten wir halt auch da hinten hinkommen können. Mal gucken, wie weit wir dürfen. Okay, ja, dann bekommen wir einen Ladescreen und landen wieder woanders. Also das heißt, wenn wir in ein Story-Ding reinfliegen, wird unser Charakter hinterher teleportiert. Ansonsten wird sie einfach despawned und wir sind hinten. Okay. Damit kann ich leben. Okay, dann war es das für den ersten Part. Ich nehme mal an, vielleicht so 2, 2,5, 3 Stunden wird die Weltquest hier gehen. Kavrena von Gut und Böse. Ja, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ciao, Leute.